Geil. Herzlich willkommen zum Real Life Parkour. Ich bin Benny. Ich habe einen ziemlichen Kater. Es ist Samstagmittag. Ich bin am Seifko Park in Berlin und mache eine Trainingssession mit Andy. Andy tüstelt gerade an einer witzigen Route. So nicht. Ist gar nicht so uneklig. Es geht an die Stange. Um die Stange rum. Hier drauf. Warte, Andy zeigt euch. Zwei Schritte. Holy shit. Da liegt er. Scheiße. Ich hab's einfach nicht gefilmt, aber er war fast geschafft. Scheiße, ey. Ich weiß, ein Schwingerkreis. Hier so. Du musst das auch schon vernünftig erklären, du hast nur so gemacht. Ja, ja. So, ich mach so und jetzt sehen die gleich, wie das passiert. Höchst den Schwinger Armsprung machen, oder Prezi? Problem ist, man kann nicht richtig schwingen, weil der Abstand zu kurz ist. Deswegen Plan B. Boah, krass. Hä? Alter, ich stell dir vor, du schwingst. Dann ist dann beim Rückschwung mit oben auf die. Boah, warte. Ich nehm's mal von der anderen Seite mit, oder? Jao! Geil. Und gönn dir. Und dann rein. Erstmal machen kurz. Oh! Zurückschwingen, rein, zack, boom. Auf geht's. Ich muss das war ja echt scheiße gefilmt, ich muss das mal vernünftig filmen jetzt. Ja, geil. Yes. Yo, geil. Sprunggelenke hassen diesen Trick. Zu sein wie Andreas Wöhle mit einem ekelhaften Torschut durch die Lücke des Todes. Hier so. Mach mal. Das nervt. Ja, genau, guck, passt da locker durch. Noch. Ja. Dann steck mal deine Beine schon noch dran. Dann läuft das Ganze. Boah, Alter, wenn du hier oben bist, dann sieht's ja schon wieder ganz anders aus. Ja, ist ein bisschen eklig. Du musst halt schon präzise dann deine Beine stellen. Ja. Einmal durchziehen und dann hast es. Lass laufen, oder? Ja. Dann halt direkt die Beine so pupp, zusammen. Nice. Come on. Oh. Yo. Oh, nice. Ey, du machst das aber anders als ich, ne? Ich mach meine Beine nach innen. Hab die Hände hier und du machst es so. Das ist ja viel ekliger. Ja, weiß ich nicht, vielleicht bin ich gar nicht Andreas Wöhle. Okay. Ja, so geht's ja easy. Dann mach's einfach so, wie du willst. Ja, mit den Armen schon. Genau. Nee. So, doch, dahin noch. Komm hier, ich mach dir den kurz. Nice. Oui. Mich würde interessieren, was Max Sprenger dazu sagt. Ja, der macht den auch fürs Spaß, sag ich. Max, komm mal nach Berlin. Ja. Mal drücken, ja. Ist sauber gemacht? Nee. Okay. Boah. Yo, war der oder warst du? Ich weiß es nicht genau. Ich weiß es auch nicht, das musst du doch fühlen. Das musst du fühlen, ja, Zeitlupe, Zeitlupe bitte. Die Zeitlupe sagt eindeutig, muss ich nochmal machen. Ganz klar, Alter. Benjamin, let's go. Jetzt hat er einen. Einen noch. Sagt er, einen noch. Nö, das zählt auch nicht. Parkour-Polizei hat das gesehen, da. Ja. Da habe ich auch rausgeschnitten. Der hat. Der oh.
sein wie Andreas Wöhle. Nice. Danke, Andreas, dass ich meine Komfortzone wegen dir verlassen habe. Kein Problem, gerne für dich. Juhu. Wir haben gerade die Stick-Bodenpolizei aktiviert, Paul. Meine Damen und Herren, hat gesagt, ich habe den Boden leicht berührt. Kann sogar sein. Und dann ist die Frage, also ob es dann zählt oder nicht, weil ich ihn berührt habe, aber nicht benutzt. Du hast ihn berührt, aber nicht benutzt. Ja, genau. Wenn du wirklich sagst, aber ich mein, du hast es nicht gebraucht. Wenn das für dich okay ist, so, ist so, so weiterzumachen jetzt das Training. Ja, genau. Jetzt habe ich Druck. Nee, jetzt muss ich ihn nochmal machen. Aus Prinzip. Hätte es bei der Ashigaru Skills Competition gezählt? Oh! Ah, nee, hätte es nicht. Nee, hätte es nicht. Zusammenfassen, Paul hat es auf den Punkt gebracht. Bei der Ashigaru Skills Competition hätte es nicht gezählt, deswegen muss ich ihn jetzt nochmal machen. Das sind die Richtlinien jetzt. Ashigaru Skills Competition. Wie landet man? Was zählt nicht? Gönn dir. Jo, das war ja mal sowas von clean. Nice. Geil. Oh, geil, jetzt bin ich happy. Happy. Mach was Cooles. Was Cooles? Ja, mach was Cooles. Andreas Wöhle, Beste. Ja. So, ich baue mir jetzt hier vorne auch einen Run auf. So, mit. So, und das? Komm mal. Yeah. Nicht schön, aber ja, weitermachen. Schwieriger Schwinger weg. Wenn du das stoppst, dann kannst du das geil kontrollieren. Alter, wie eine richtige Prinzessin. Ja! Geil! Der Klassiker! Yes! Das ist wieder so komisch. Wie war das? Ah, der war gut. Der hat sich gut angefühlt. Aber nichts. Yo, easy. Oh! Oh nein! Ja, das ist ein Kreiselficker. Oh, Junge! Geil! Entschuldigung.